Ja, da bin ich wieder. Und wie gefällt euch das neue Format? Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und vielen Dank nochmal an meine Community, ganz besonders an Martin, der mich auf diesen Tipp gebracht hat. Wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, wie es euch jetzt gefällt, das neue Format. Ist das jetzt mal was anderes und könnt ihr euch das jetzt in Zukunft weiterhin vorstellen? Würde mich mal interessieren. Aber jetzt machen wir mal das Paket auf. Ich habe es hier schon geöffnet, also mit dem Messer aufgemacht, damit es ein bisschen schneller geht jetzt. Dann haben wir hier schon mal den Karton des Echo Spot ganz wieder in Blau gehalten. Ganz elegant auch wieder. Hier auf der Vorderseite steht hier so ein paar Informationen. Dann habt ihr hier, welche Skills ihr benutzen könnt. Das Amazon Echo Spot verfügt über ein Netzteil, 15 Watt. Das sollte man hier erwähnen. Und wird hier auch, wie beschrieben, durch den Alexa Voice Service und Bluetooth WLAN und über einen 3,5 mm Klinkenausgang verfügt er auch. Ansonsten gibt es zu der Verpackung nicht viel zu sagen. Hinten stehen noch ein paar Informationen, was man damit machen kann mit dem Echo Spot oder wozu er hauptsächlich dann halt gedacht ist. Ja, zum Musik hören, klar, Wecker als Wecker. Videoanrufe könnt ihr dann hier auch tätigen und so weiter und so fort. So, aber nun schauen wir uns mal uns das Ding an. Deshalb mache ich das jetzt hier auf. Hier ist wieder so ein Sicherheitsverschluss. Den habe ich jetzt auch schon geöffnet, damit ich hier jetzt keine Messer benutzen muss. Und dann geht es dann schon los. Schauen wir uns erstmal hier das Zubehör hier an. Ja, obligatorisch hier die Bedienungsanleitungen. Diese Kurzanleitungen, wie ihr den halt einrichten könnt. Genau, das kann man sich dann halt durchlesen. Ist ganz schlicht beschrieben, ist ganz einfach in zwei Schritten. Ja, genau, in zwei Schritten. Mehr ist hier auch nicht zu beachten. Gut, für diejenigen, die sich da jetzt nicht so mit auskennen, eine gute Sache, finde ich. Dann habt ihr hier so ein bisschen Werbung, wozu man das halt benutzt. So ein Flyer halt, auch so ein paar Kommandos gleich, die ersten Kommandos, die man hier geben kann. Und wie gesagt, kann man sich reinziehen. Ist auch nicht viel, ist kein Buch oder so, aber ganz nett anzuschauen. So, dann haben wir hier schon mal das Netzteil. Das Netzteil ist genauso wie beim Amazon Echo Show, hat eigenen Netzteil. Also ihr könnt da jetzt nicht so ein Mikro USB anschließen oder so. Das ist der hauseigene Anschluss von Amazon, beziehungsweise den sie dafür verwendet haben. Ansonsten gibt es zum Netzteil nicht viel zu sagen. Ist wieder ein 15 Watt Netzteil, so wie ihr die auch von den anderen Amazon Echo Geräten kennt. So, dann tun wir das mal zur Seite. Dann haben wir hier den Echo Spot. Schauen wir uns den mal näher an. Ist wie eine Halbkugel, so eine runde Kugel. Sieht auch sehr stylisch aus. Ja, halt Plastik. Hier ist dann das Display, die Kamera hier vorne. Und dann haben wir hier noch drei Knöpfe. Einmal den Plus-Knopf, einmal den Stummschalter und einmal den Minus-Knopf. Ja, außerdem sind hier vier Mikrofone verbaut. Beim Amazon Echo Show sind es ja halt acht, wie ihr wisst. Hinten sind dann halt die Anschlüsse. Einmal für das Netzteil, wie gesagt, und einmal für den 3,5 mm Klinkstecker. Hier unten ist hier so eine Gummibeschichtung, dass es halt auch so schön stehen kann auf dem Tisch. Und dann natürlich hier der Lautsprecher, den ihr hier so seht, so perforiert. Ja, das war es dann auch eigentlich schon. Das Amazon Echo Spot ist halt ja, ist ein schönes Gerät, finde ich, wenn ihr das jetzt so mal hinstellt. Ist halt nicht ganz leicht. Zu den Ausmaßen komme ich gleich, denn ich möchte jetzt hier noch einen kleinen Vergleichstest machen mit dem Amazon Echo Show. Den hole ich mir gleich hier rüber. Und dann gebe ich euch die ganzen Daten mal weiter und könnt ihr auch gleich mal sehen, wie die Unterschiede sind. Dann bis gleich. Die Größe des Amazon Echo Show ist ja 187 x 187 x 90 mm. Dagegen ist der Echo Spot nur 104 x 97 x 91 mm. Also ein krasser Unterschied. Klar, man sieht es ja auch. Der Echo Show, der wiegt 1170 Gramm und der Echo Spot, der wiegt um die 422 Gramm. Also auch an Gewicht könnt ihr sehen, dass es sehr unterschiedlich ist. Wie gesagt, der Echo Show, der hat aber dafür die besseren Lautsprecher. Der Echo Spot verfügt über 36 mm Hochtonlautsprecher. Also da ist auch ein ziemlicher Unterschied,
und der Echo Show hat halt hier die bessere Klangqualität. Der Bildschirm von Echo Show ist 7 Zoll und der von dem Echo Spot, der ist 2,5 Zoll. Ja, und die Kamera, die ist dann halt bei beiden 5 Megapixel und ja, das war es dann auch mit dem Vergleich soweit. Ansonsten, der Echo Show ist eckig und robust und der Echo Show ist halt eine kleine Kugel und viel stylischer. Jetzt würde mich mal von euch interessieren, welches von den beiden findet ihr besser? Vom Stylischen und auch von der Funktion. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass hier, wenn ihr hier Filme seht beim Echo Spot, die Filme abgeschnitten werden. Kann gut sein, weil dieses runde Display wahrscheinlich nicht so das wiedergeben kann wie hier dieser Echo Show. Aber wie gesagt, der Test kommt noch und ich zeige euch dann ausführlich auch den Vergleich mal zum Echo Show. Seid mal gespannt, es wird auf jeden Fall noch ein Installationsvideo vom Echo Spot geben und natürlich eine Review. Da werde ich auch die Funktion mal näher erläutern. Auch wieder den Vergleich machen zwischen den Echo Show und den Echo Spot. Das wird wieder ein längeres Video und das soll es erstmal gewesen sein für heute. Schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr das neue Format? Soll ich so weitermachen? Und auch den Vergleich zwischen Echo Show und Echo Spot, welcher euch dann halt besser gefällt, wird mich mal interessieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bleibt dran, bleibt mir treu. Bis bald. We put the good in the good life. We put the good in